So, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Silent Hill 4. Hoffentlich jetzt endlich mal mit dem Abschluss der Apartmentwelt. Wir mussten ja leider frühzeitig raus, weil meine Energie ziemlich in den Keller ging und ja, ich ein bisschen noobig gespielt habe wahrscheinlich. Vor allem da mit den Geistern zu viel rumgetänzelt bin. Aber naja, so ist es nun geschehen. Da müssen wir durch. Und jetzt geht's auch direkt weiter. Hat ja gar nicht so lange gedauert. Klick sogar den Ladebildschirm weg. So, dann also nochmal hier hoch und genau, da drüben. Toll, ich glaube, da ist nur noch ein. Oh, hier steht auch direkt einer. Der eine springt mich hier an. Scheiße. Ja, und so hätte es vorhin auch laufen können, aber es hätte auch nicht, ne? Jetzt habe ich doch keine Energie verloren für die letzten zwei Viecher. Da steht Walter. Guckt aus dem Fenster, so wie wir ihn vorhin von der anderen Seite aus gesehen haben. Gucken, was er uns zu sagen hat. Huh. Von hier aus kann ich Eileen Galvin sehen. Ich bin ziemlich sicher, dass das Apartment 303 ist. Ja, dann müsste ja das linke dunkle Fenster mit dem Gitter, da müssten wir ja sein, ne? Das müsste dann unser Apartment sein. Was macht sie in dieser Welt? Ja, Walter will sie holen. Sie ist das nächste Opfer, Mensch. Henry, hast du das noch nicht gecheckt? Wann bist denn du aufgestanden? Das ist die Waffe, die Richard verwendet hat. Ja, wir nehmen die Waffe. Coole Sache. Dicker Revolver. Nehmen wir mal in die Hand. Yeah. Aber bisher haben wir noch keine Schusswaffen benötigt. Das sind blutige Herrenunterwäsche und ein abgerissener Hemdärmel im Müll. Sonst gibt es nichts. Ah, übrigens, da ist ja auch eine Uhr. Jetzt sehe ich die blöde Uhr nicht. Ach, egal. Ich wollte gucken, wann sie stehen geblieben ist. Ob es wie bei uns, also ob es die gleiche Zeit war. Aber irgendwie lässt mich die KI gerade nicht. Das ist ein Golfschläger. Sieht wie ein Putter aus. Boah. Nehmen wir. Was stand da? Golfschläger. Wirkungsvoll und einfach zu verwenden. Könnte aber leicht brechen. Na, wie immer. Da ist noch eine Uhr. Aber da erkenne ich leider keine Zeiger. Dann auch nichts mehr. Wenn hier außer den Blutflecken sonst nichts Interessantes ist. Ja, okay, eine coole Waffe haben wir bekommen. Ja, aber das war's dann schon wieder. Was haben wir hier noch? Man in dem Spiel ständig irgendwas Großes. Das ist ein Teil einer zerrissenen Jeans. Es sind Blutspuren und irgendwelche Tierhaare da drauf. Diese neuen 30 Zoll Fahrräder oder was? Gott, die sind ja gigantisch groß.
Wir werden ja über die Hüfte die Räder. Hände liegen da immer noch rum. Ja. Dann können wir jetzt hochgehen, wenn ich mich nicht täusche. Genau, da haben wir ja auch noch ein paar Zimmer. Walter ist weg. Ich hätte ja gedacht, die Wache auch. Das kommt wahrscheinlich noch. Wenn ich es dann am wenigsten erwarte, bin ich mir sicher. So, was haben wir denn hier? Hier sieht es ja fast normal aus. Ja, das ist die Rückseite eines Spiegels. Sieht so ein bisschen heiß geworden aus. Und nochmal Pistolenmunition. Das ja, natürlich wollen wir die mitnehmen, Henry. Oh. Mach doch nicht immer alles, was ich dir sag. Naja, eigentlich soll er schon alles machen, was ich ihm sag, aber wenn ich mal was Unsinniges sag, dann soll er es nicht machen. Das müssen wir noch lernen. So, was haben wir jetzt hier? Oh, hoch. Das ist eigentlich schon ganz nett gemacht, ne? Dass man hier eigentlich immer die gleichen Apartments betritt, also die Räumlichkeiten quasi immer gleich sind, die äußere Umrandung. Und trotzdem haben die es eigentlich gut hinbekommen, dass die Apartments schön abwechslungsreich sind. Also noch ödet es mich noch nicht an, muss ich sagen. Noch macht es Spaß, mir das hier alles anzugucken. Wenn ich dann hier dieses herrliche... Ich glaube, Eileen Galvin befindet sich hinter dieser Tür. Komm schnell durchs Loch. Wenn wir da nicht reinkommen, stopp erst. Erstmal hier den ganzen Mist. Einmal. Oh, da habe ich ja viel zu lesen. Naja, zweimal. Und dreimal. Und viermal. Wenn ich mich recht erinnere, war jetzt hier hinten auch wieder ein Loch. Jawohl. Dann können wir dieses Jahr betreten und kommen zurück ins Apartment. Und wenn wir schnell genug sind, sehen wir vielleicht noch, was der Walter da mit der Eileen macht. Sich ja schon so ein bisschen wie ein Gerangel oder wie ein Kampf sogar angehört. Eileen schwebt also in höchster Gefahr. Eileen, Eileen. Na toll, jetzt ist es mega ruhig da drin. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ja, das können wir ablegen. Und das. Und das. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine kleine Leserunde hier. Das müssen wir ja alles noch mitnehmen, sonst geht's nicht weiter. Da steckt ein Fetzen rotes Papier. Nicht nur einer. Ich hatte schlimme Kopfschmerzen an dem Tag, lag nur im Bett. Vielleicht finde ich ihn, wenn ich beim Bett in meinem Zimmer, Schlafzimmer von 302, suche. Ich habe jetzt jeden Tag Kopfschmerzen, es ist furchtbar. Was soll ich nur tun? Ich lag nur im Bett, vielleicht finde ich ihn, wenn ich beim Bett in meinem Zimmer, Schlafzimmer von 302, suche. Das ist doch unser Zimmer. 22. Mai. Fortsetzung. Hier steckt ein fetzenrotes Papier, so blutig. Blablabla. Rachel, liebe dich. Beobachte immer Fenster. Schütze dich, it, liebe Mike. Boah. Ja, das war Mikes Liebesbrief, aber der wurde ja gehäutet, glaube ich, von dem anderen da. Da steckt ein rotes Papier.
Ich hob den Schlüssel auf, den Eileen aus 303 wohl fallen gelassen hat. Ich wollte ihn ihr zurückgeben, aber sie war nicht zu Hause. Ich werde ihn wohl dem Hausmeister geben. 20. Mai. Oh, noch eine. Da steckt ein fetchen rotes Papier. Ich habe den Schlüssel zu Aline Garvins Wohnung verloren. Ich muss ihn finden und zurückgeben. Lass mich nachdenken. Zuletzt sah ich ihn. Ah, genau. Wenn wir jetzt... wie war das? So. Und so. Und... wahrscheinlich das. Ich hatte schlimme Kopfschmerzen an dem Tag, lag nur im Bett. Vielleicht finde ich ihn, wenn ich im Bett in meinem Zimmer schlafe. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Aha. Da liegt er. Ein Clown, ein Puppenschlüssel. Schlüssel an Puppenschlüsselkette, darauf eingraviert 303. Okay, wir haben ihn. Wir haben den Schlüssel. Eileen, wir kommen. Wir kommen. Es wird sehr knapp mit der Zeit, aber wir kommen. Ich glaube, das schaffen wir noch. Schnell, 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 schnell. Jetzt müssen wir uns beeilen. Eileen! Oh nein, nicht da, nicht da. Hier. Walter! 20 von 21. Oh, du verdammter Bengel, du. Warum? Ich denk, du hast die gern. Warum muss sie jetzt auch noch sterben? Thanks. Did you find your mommy? This place? It's dangerous. Okay, sie hat sich also bedankt. Oh, Scheiße, sieht aber nicht gut aus. Kleine Walter, den großen Walter vielleicht verjagt? Warum bedankt sich Eileen dann jetzt bei ihm? Oh, da hat doch keiner einen Durchblick. Warum ist das denn jetzt alles so? Schon das 20. Opfer von 21 und wir haben überhaupt keinen Plan, was hier abgeht. Wir irren hier rum wie so... ja, Unwissende, Nichtswissende, keine Ahnung. Ja, komm, steh auf. Mensch, wie lange du immer brauchst, wenn du da zum Fenster guckst. Ja. Aber ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um diesen Part mal wieder zu beenden. Nicht mal wieder, also diesen Part zum ersten Mal zu beenden, aber ich muss mal wieder einen Part beenden. Und ja, das werde ich dann jetzt auch mal machen. Ich gehe noch schnell mal speichern und ja, im Apartment gucken wir uns dann das nächste Mal um. Hä? Was ist das? Ja, das müssen wir uns auch beim nächsten Mal angucken. Mir rennt schon wieder die Zeit davon. Ja, ich sag schon mal gute Nacht oder einen schönen Tag noch oder ja, ihr kennt das ja, wie auch immer. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein und bye bye, euer Längster, dann ciao, ciao.